Hallo und herzlich willkommen zu Missionswerk Öxle. Ich bin Carsten Hennen und an manchen Tagen tröpfle ich mir sogar etwas Champagner hinter die Ohrläppchen. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Hagen Range und das sind die Tage, an denen ich Carsten keinen Begrüßungsgruß gebe. Okay, dann soll ich das vielleicht häufiger machen. Ah, ja, sind die Fronten gleich geklärt zu Anfang? Heute gibt es den Wein eines Priesters, eines Hohepriesters. Es ist angemessen. Vielleicht sogar des Papstes seiner Religion, nämlich der Biodynamik nach Steiner. In nomine Patris, sage ich da nur. Und zwar niemand geringerer als Nicolas Joly von der Loire. Und seine Weine sind heiß umstritten. Einige lieben sie. Verwandt und verschwägert mit Angelina Joly, oder? Vielleicht ist es die Tochter, aber er schreibt sich mit Y. Vielleicht, damit es nicht so wirklich auffällt, dass sie... Hat er denn viele adoptierte Kinder? Weiß es nicht. Er hat, wie gesagt, viele, viele, die ihm folgen, viele Fans. Aber die Weine, entweder man liebt sie oder man liebt sie so überhaupt gar nicht. Das ist jetzt ein 99er, nicht so der Wahnsinnsjahrgang an der Loire, eher mittelprächtig. Rebsorte ist Chenin Blanc. Warum ist das denn ein Guru der Wein-Biodynamik? Ja, der Biodynamik. Er hat Bücher darüber geschrieben. Er ist der Erste, der damit richtig nach vorne gegangen ist. Schätze ich mal hier hin, ich rede jetzt viel mit Hinten. Ja, anscheinend wird das der heute eine große Sache daraus gemacht hat und das Ganze auch erst populär gemacht hat. Ihm sind dann andere Winzer gefolgt, haben ihre Weine auch so vinifiziert und... Wo ist denn der Unterschied, weil darauf wollte ich eigentlich gerade hinaus, zwischen Bio-Wein und biodynamischem Wein? Ja, der Bio-Wein oder Öko-Wein, der sieht den Weinberg eben als, Organismus, es geht vor allem um die Biologie, es geht um Schädlingsmittel, um Pilzmittel. Mhm. Die Biodynamik geht weiter und sieht den Weinberg als lebenden Organismus und es geht ja auch um den kosmischen Einfluss, zum Beispiel die Mondphasen sind ganz, ganz wichtig. Es werden auch Sachen gemacht wie gefüllte Kuhhörner verbuddelt, um Einfluss auf den Boden zu nehmen. Du siehst mich ein wenig amüsiert. Ja? Wenn das, du hast gerade gesagt, es werden gefüllte Kuhhörner im Weinberg vergraben. Ja. Mhm. Ja, gut, okay, ja, das ist in Ordnung. Und der kosmische Einfluss ist, wenn der Silver Surfer vorbeikommt oder Superman aus dem Kosmos. Oder der Mond aufgeht, ja. Ah ja, okay. Probier mal. Nein, ich kann das ja bestätigen. Ich meine, ich kenne das auch vom Friseur zum Beispiel. Es gibt ja auch dieses nachts Frisieren, weil bei Vollmond bestimmte Sachen einfach besser klappen mit den Haaren. Ja, so ist es nun mal. Das habe ich noch nicht gemacht. Vielleicht sollte man nachts frisieren und Wein lesen. Dann biodynamischer Wein. Ich bin sehr gespannt. In einem Abwasch machen. Ja, also extrem duftig, sehr, sehr stark, steigt mächtig aus dem Glas empor. Wir haben Honig. Das ist extrem starke Honignote. Er riecht sehr süßlich, riecht auch fruchtig, aber es ist eine Hammer-Honignote. Ja, so kann man gar nicht anders sagen. Leicht kandierte Früchte, aber der Honig ist überwältigend im Glas. Ja, das ist aber auch so ein bisschen so ein leicht herber Honig. Also es ist irgendwie sowas wie Waldkräuter oder vielleicht Akazie. Ja, so ein leichter Bitterton ist mit drin. Schöne Würze, ja. Hm, wollen wir mal kosten. Und schmeckt überhaupt gar nicht so, wie er riecht. Nein, erstaunlicherweise. Er ist knochentrocken. Wo ist denn die Honignote hin? Sie ist leicht vorhanden, aber nicht wirklich. In der Luft. Ja, es ist so. Halleluja. Auch der Wein ist sehr schnell weg. Ja, ist relativ kurz. Das ist jetzt nicht der große Wein von ihm. Also der große, der liegt zurzeit irgendwie bei 60 Euro. Dann gibt es noch, also das ist der kleine Joly. Deswegen schnell mal. Schwabenfrage, Schätzfrage wahrscheinlich. Schätzfrage. Ich glaube, so zwischen 15 und 20 Euro liegt der. Das ist aber echt unter Vorbehalt. Wenn es falsch ist, schreibe ich es irgendwo über das Video. Ja, er ist wirklich sehr, sehr schnell weg und der Säure-Touch, der bleibt so ein bisschen Grapefruit, alte Grapefruit habe ich da im Mund. Biodynamik. Mhm. Aber der kommt, die Weine brauchen auch irre viel Luft. Dafür ist Joly bekannt. Ein bisschen Säure hat er auch im Gaumen. Dass die Weine sich enorm verändern im Glas und der kann nach 10 Stunden schon völlig anderer Wein sein. Haha, vielleicht trinken wir ihn auch nur gerade zur falschen Mondphase. Das mag sein, ja. Vielleicht braucht es eine bestimmte Mondphase, dass er wirklich korrespondiert. Oder hat die falsche Fassphase erwischt. Also mir schmeckt er nicht persönlich besonders gut. Nee. Also wenn man einen Wein haben will, der nach Honig riecht, etwas bitter, aber nicht danach schmeckt, dann ist das die allererste Wahl.
wenn sie ihn in einer grünen Flasche haben wollen, ist das die Spitzenwahl. Da gibt es, glaube ich, gar nichts Besseres. Und es ist sogar noch ein süßes Seepferdchen drauf. Oh. Ja, das gibt einen extra Niedlichkeitspunkt. Und das Ganze für etwa zwischen 15 und 20 Euro ist doch gekauft, ist das doch. Ansonsten, also ich finde ihn, um es mal zusammenzufassen, die Honignote ist grandios im Geruch, aber auf der Zunge setzt sich das nicht fort. Er ist furchtbar schnell weg. Und da, also jetzt mal ganz ehrlich, da du das für einen Guru angekündigt hast, ist ja Voodoo-Wein, Voodoo-Wein. Vielleicht hätten wir auch vorher so einen kleinen Schamanentanz auf dem. Hey, 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 hey. Ja, ich will mich nicht lustig drüber machen, der Mann nimmt das wahrscheinlich total ernst und ich verspotte ihn. Ja, wie gesagt, der hat Bücher darüber geschrieben, ist davon 100% überzeugt und es gibt großartige biodynamische Weine. Das ist keiner. Also, überzeugen tut es mich jetzt erstmal auch nicht. Aber was möchtest du nur trinken? Jetzt zum Abschluss dein schales Bier oder den Mondwein von der Loire? Ja, mein Bier, das gerade etwas abgeschalt hat in der Zwischenzeit, würde ich schon sagen, wenn es etwas dickflüssiger wäre, ich mir morgens das Ganze als Honig aufs Brot tun könnte, wäre es vielleicht besser. Aber so entscheide ich mich doch erstmal lieber für mein Bier. Trinke das und warte, bis da ein bisschen die Biodynamik einsetzt. Dann zum Wohl. Ja, zum Wohl. Und bis zum nächsten Mal bei Sons Höxler. In ein, zwei Mondphasen. Bis dahin.